Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Star Wars Jedi Fallen Order. Jedi Fallen Order, sorry. Ja, wir haben gerade unsere beiden ersten Stormtrooper gekickt. Ah, genau, das ist, okay, alles klar. Wie kann ich den... ja, so... Hä? Er funktioniert denn nicht? Okay, okay, das ist zurück. Okay, ja, ich muss gerade ein bisschen noch schauen, wie ich zurechtkomme. Das sieht das cool aus. Hast du das über den Funk gehört? Ein Jedi? Sei was das? Der kommt nicht vorbei. Boah, sieht das cool aus. Okay. Der Verräter! Feuer! Block-Ausdauer-Things? Ja, okay. Vorrangiges Ziel! Feind erreicht! Kontakt bestätigt! Erschießt ihn! Nur du und ich. Ah, okay, also, wie ein Blaster. Verdammt, also zweimal schnell hintereinander geht gar nicht. Okay. Da ist das cool. Frachttür ist versiegelt. Ja, es geht doch. Ach, ist das schön. Gut. Okay, kann ich sonst noch hier irgendwas machen? Wahrscheinlich nicht. Warte mal. Ah, nee. Na gut. Also. War ein Ausweg. Ja. Willst du fliegen? Wo bist du denn jetzt hin? Doch dahin. Okay, ich dachte schon. Okay. Bewegung bleiben. Ich find's echt cool, wie der in das so ein. Ja, so abgeranzter Transporter ist. Ich hab mich stattdessen ausgeruht. So bereite ich mich vor. So bereitest du dich auf den Tod vor. Ausruhen kannst du dich, wenn du tot bist, Sturmtruppler. Okay, Zielerfassung, Ziel wechseln. Okay. Da hinten könnte jemand sein. Ich werde ihn ausschalten. Ich wusste, dass es so enden würde. Bleib unten! Oh. Okay, so halten. Okay. Okay. Das unmittelbar vor dem Angriff, das habe ich probiert. Du hast dich mit dem falschen Sturmtruppler angelegt. Ja. Okay, direkt vor dem Angriff. Also quasi genauso wie beim... Na?
bei den Stormtrooper, wenn die auf dich zielen. Okay, also Zielerfassung. Feind geortet. Schalten wir ihn aus. Hui, okay. Das war ein Treffer. Aber denn, ja, und um die meisten Angriffe zu blocken. Okay, unmittelbar vor dem Angriff des Gegners. Probieren wir nochmal. Ah, verwende Parieren, um schwächere Gegner ins Wanken zu bringen. Eins, um Gegner zu fangen. Immer drauf! Aber das mit 1 hat gerade echt nicht. Dein Fluchtversuch ist sinnlos. Ah, jetzt. Okay, alles klar. Gut. Und jetzt. Ah! Oh! Okay. Ah, jetzt hat, okay. Okay, dann kommst du. Ja, ist schon sehr nice. Kann ich hier rein? Nee, schade. Wenn der Flüchtige hier entlang kommt, bin ich bereit. Ah, ein bisschen Assassin's Creed ist auch dabei. Ach komm, du kannst da nicht hoch. Ah. Muss ich dann da rein? Du hast ein Laserschwert, du kommst überall rein, aber okay. Oh, hier. Ja. Okay. Alles klar. Oder auch nicht. Ach so, weil da Bänder waren. Okay. So. Oh oh. Ich bin halb tot. Das ist gerade nicht so gut. Aber halt tot zu sein ist nie gut. Kommt her. Na gut. Holt euch den Feind! Bleib zurück, ich schaff das. Oh, Achtung! Du bist zu schnell. Ich kann ihn nicht. Bleib bitte unten. Uiuiui. Also, dieser kleine Knirps, der macht es so, als würde er das öfters machen. Okay, Doppelrolle. Oh Gott. Okay, Doppelrolle Y ist bescheuert. Warte mal, ich schau mal kurz. Steuerung. Warte. Ausweichen. Y. Warte, ich schau mal, ob STRG ist nicht. Okay, dann mache ich. So. Ja, naja, so geil ist das auch nicht. Okay, das ist blocken. Ja, mal schauen. Ich kämpfe jetzt einmal damit und dann. Schau ich mal, wie es
egal. Wie es weitergeht. Geh nach vorn, halte den Zug auf. Okay. Wieso spricht er mit uns? Oh nein! Aufdeckung! Zwischen den Salven nach vorn. Jetzt! Jetzt können wir sprinten, okay. Alles klar. Heller! Oh. Er ist hier! Ich bin bereit für euch! Ah! Was für ein Idiot! Ich muss echt aufpassen mit meinen. Uiuiuiui. Das war die Kupplung! Ich muss runter! Was? Oh Gott, was war das? Oh nein, nein, nein! Naja, du wolltest doch den wow. Zug anhalten. Das ist übel! Oh je. Ich kann nur rauf! Ja, dann geh halt rauf. So. Und jetzt? Ah, danke. Dankeschön. Wie praktisch. So. Meine Crew ist da. Wir wollen helfen. Wer seid ihr? Später. Immer weiter. Wir holen dich, sobald es geht. Immer weiter. Wohin denn sonst? Alles andere ist schon zerbrochen. Okay. Die haben Besuch. So, weiter. So. Wie praktischer, dass das immer dann abkoppelt, wenn wir vorbei sind. Naja. Das hat, war ja bei Tomb Raider auch so. Bleib zurück, ich schaff das. Schieb den runter. So wird das bei uns gemacht. One hit. Upsi. Ja. Ja, komm, ich hatte nur noch 10% oder so Leben. Man regeneriert ja da auch nicht, das ist ein bisschen heftig. Hä? Okay, hi. Dann komm mal her. Er ist getroffen! Ist dir zu viel, Jedi? Also ein Hit macht schon mal ja, 25% weg. Boah, also das ist wirklich übel. Also das ist echt gemein. Aber wisst ihr, was mir fehlt? Bei Jedi Academy zum Beispiel, gab's ja auch so zwei, drei, Quests, wo man im Regen war.
Und da haben die Regentropfen auf dem Schwert immer so gemacht. Also so ein heißes Zischen. Das war richtig cool. Aber naja. So, ich wette links wieder raus. Der Zug hält. So, der Zug hält. Warum hält der Zug? Das ist nicht gut. Achso. Also hier dann. Okay. Ah, jetzt. Yes. Let's go! Spring jetzt! Festhalten! Hoffentlich haben. Oh nein! Oh, der ist tot. Gut. GG. Fehler. Error. Hallo. Ja, sowas brauchst du. Du hast keine Chance. Ich kenne diese Haltung. Vielleicht hattest du doch etwas Ausbildung. Wer war dein Meister, Padawan? Hab ich ihn vielleicht umgebracht? Welcher Jedi gab für dich sein Leben, sodass du am Leben bleibst? Schneller als ich dachte. Das ist zu einfach. Come on. Ja, schieß mich ab. Ich bin sowieso schon tot. Schnell an Bord! Boah, die Regentropfen auf ihrer Jacke oder auf ihrer Leder. Das ist das geil. Captain! Mach das Lichtschwert aus. Kann die sich da festhalten? Wieso macht er sein Lichtschwert nicht aus? Okay, schalt das Ding aus und setz dich hin. Ja. Ist ein bisschen überfordert, sehr gut. Okay, verständlich. Danke für die Hilfe. Wer seid ihr überhaupt? Ich heiße Seer Junda. Und das ist mein Captain, Breeze Dritus. Ist mir ein Vergnügen. Ja, die Mantis ist mein Schiff, aber zuhören solltest du dieser Lady hier. Also? Wer bist du? Cal. Kestis. Wer war das gerade? Eine imperiale Inquisitorin. Sie ist eine Machtnutzerin, die Jedi jagt. Und da sie jetzt weiß, wer du bist, wird sie weitermachen, bis sie dich vernichtet hat. Woher wissen sie so viel? Und warum die Hilfe? Wir tracken die imperiale Kommunikation. Wir wussten, dass die Inquisitoren nach Braca wollten. Also kamen wir auch. Ach ja? Wie viel Kopfgeld gibt's denn zurzeit für einen Jedi? Das nennst du Dankbarkeit?
Ich verstehe schon. Du hast so lange allein ums Überleben gekämpft, dass du niemandem mehr trauen kannst. Und nur deshalb lebst du noch. Aber hier geht's um was viel Größeres als blankes Überleben. Nämlich? Den Wiederaufbau des Ordens der Jedi. Zu zweit? Sonst noch jemand? Oh, sind wir nicht gut genug für dich? Der Rat der Jedi? Ist verloren. Oh. Dann bleibe nur noch ich. Captain, nehmen Sie Kurs auf Bogan. Ei, ei. Und bis dahin kannst du dich ausruhen. Du bist in Sicherheit. Im Moment. Huiuiui. Okay, das mit den Kämpfen. Dein Leben in die Hand nehmen. Dein Schicksal finden. Vorsicht, Karl! Du hast im Schlaf gesprochen. Spinner. Mui, hui, hui. Okay, hier ist eine Werkbank. Vielleicht können wir später sogar irgendwas machen. Geht's da runter? Können wir da runter? Ne, wir können nicht springen, okay. So, dann bin ich mal sehr gespannt. Oh, nice. Oh, sogar mit Blumen. Süß. Nice. Ah, ne. Gitarrenartige Ding. Wieso kann der spielen? Das Lied. Es ist von mir. Aus alten Tagen. Du berührst ein Objekt und wirst Zeuge seiner Vergangenheit. Du fühlst seine Geschichte. Ein Objekt, das ein Echo der Macht abstrahlt. Naja, das können nicht viele Jedi. Woher wissen Sie das? Ich war mal ein Jedi. Aber das ist vorbei. Kenne ich euch? Nein. Ich kannte deinen Meister, Jarrow T'Pol. Er war ein wahrer Hüter der Republik. Er war ein Held. Wisst ihr, während der Auslöschung ist mir was passiert. Ich habe überlebt, aber meine Verbindung zur Macht ist beschädigt. Wenn ich meditiere, mich einfach fallen lasse, ist die Kontrolle weg. Als wäre ich wieder in dem Moment, als... Du hast überlebt, Kerl. Und du bist nicht allein. Nicht mehr. Wir haben unser Ziel gleich erreicht. Okay, interessant.